Ja. Aber wer wird würde so einen Aufwand betreiben? I'd like to report Mamiya-san's account to the rest of the team. Can I count on you to be there? Sure. Let me give Kaito-san a heads up. All right, then I'll see you there. Yo, it's me. Hey, I just got back to Comrade Joe. Everything good? Any news? All good here, man. What's with you? You worried RK got to me or something? I mean, they did run their mouths about stabbing us in the back. But if you're good, I'm good. Anyway, I'm heading to Genda so Sari-san and I can go over what we learned from Mamiya. You're the boss. As for me, I'm calling it a day. You do that. Ja, ich verstehe nicht, warum das nicht gleich weitergeht. Also das ist immer du. Deswegen. Was denn? Was denn? Hm, okay, das ist der, du falls Minato schon ruft an. Der heißt. Der ist von den. Ja, hallo? Was machst du gerade? Der Mann, also, der. Ganz schön, was ist denn los? Naja, wenn wir auftreten wollen, müsstest du jetzt sofort sein. Was? Bitte was? Nein, im Ernst, was? Du meinst, wir müssen auf die Bühne jetzt? Ja. Ich meine, wir müssen es nicht machen oder so, also, aber es ist ja plötzlich ein Platz frei geworden. Sie haben gesagt, sie geben uns. Und ich weiß, dass du selber genug um die Ohren hast. Ja, also kein Problem, wenn du nicht kannst, dann willst du dich einfach absagen. Warte mal, vergiss mal kurz mich. Dann wird der mir jetzt schon. Willst du mich heute auftreten? Ich glaube schon, ja. Ich habe zwei paar Chancen und es ist mir auch total peinlich, aber ich glaube auch, dass meine beste Chance ist, diesen ersten Schritt zu machen. Und dann fällt mir wieder die Angst an und dann gibt ihr Bestes. Wie er Minal sei, man sei, das ist eine tolle Chance, er weiß, wenn sie mal wieder bekommt. Ich glaube, ich weiß, wie es ist. Minato-chan? Gehen wir auf die Bühne, Partner. Gehen wir auf die Bühne. Was? Bist du sicher? Ja. Bitte vorankommen, oder? Ich bin Minato-chan. Bei dem wird es hier ein Spaß. Ja, Misan. Vielen Dank, vielen Dank. Ich werde versuchen, dich nicht zu enttäuschen. Hey. Wir machen das immer zusammen, also wo bist du jetzt? Ich bin gerade in Tatsina Komoto gefahren, ich bin in der Tankachi Suite. Wir haben uns da. Damit wir als Team hingehen können. Okay. Okay, wo ist mich? Also am Eingang. Okay. Okay, komm. Dann, ja, andere kann warten. Was? Ja, da unten. Unten gucken, unten, unten. Ah, hier. Das Nachtleben von Kamuro, okay. Okay, Leute, los geht's. Was ist los? Das war schon mal ein Fehler. Zeit dafür. Oh. Really, guys? Okay, wir kommen bei den Bonds. Na gut, dann mal gucken, wie die Bühne jetzt wird. Bin mal gespannt, ob das denn das letzte Mal ist. Könnte ich mir sogar ganz gut vorstellen. Vielleicht, weil das was Höheres kann ich mir nicht vorstellen.
Ah, mal gucken. Ich kann meine Annahme auch falsch liegen. Wäre bei. Seh nicht mehr was. Ja, jetzt komm. Ja, ist der widerstandsfähig. So. Naja gut, für den Wettbewerb werden wir aber nicht so viel Energie brauchen. Oh, los geht es. Minato-chan, du bist ja gar kein Kamulup. Naja, ganz weit für den Tuntan, oder erlauben darf ich damit nicht auf die Bühne. Habe ich schon herausgefunden. I guess so. Der wird sogar für uns gut für uns sein. Aber ich will trotzdem auf die Bühne. Wir haben ein bisschen Zeit, aber wollen wir schon mal hingehen? Packen wir es an, na los. Das ist nach dem von Kamuro. Ja, gehen wir zum Theater Square, oder? Yes. Genau. Time to roll? Gotta say, I do enjoy walking with you like this, Minato-chan. Thanks! But, haven't we done this before? That felt like more a walk with Kamala than a walk with you. Oh, right! I'm starting to freak out now that I'm thinking about it. That big bowl of ramen we saw earlier looked wearable. I'd prefer not to be seen walking with a bowl of soup, actually. Sehr schön. Bin sehr gespannt, wie das jetzt wird, oder? Das ist bestimmt cool. Don't we need a name for our act? What should we go by? Oh, you're right. Would it be good? How about Headshot Lovers? Yeah, I don't know about that one. And why Headshot? Because I've been playing House of the Dead 2 on my Dreamcast. It's thinking. Oh, that's a bit of a stretch, but at least you've got good taste in video games. We should go by something that represents the both of us. What about, like, Tak and Mina? That's not memorable enough. Well, Headshot Lovers is pretty memorable. Not a little suspicious. Can't just debate about a name forever. How about we just go with Yagaminato? I was hoping we'd come up with something more out of the box, but that'll work. Yagaminato. I kind of like it. Nee, Headshot Lovers ist besser für Yagaminato. Ist nicht so doll, weil so, dem könnte man denken, dass wir ein bisschen die Hauptperson wären. Ich bin für Headshot Lovers. What prize do you get for winning the contest? I'm pretty sure there's some monetary award, along with some absurdly huge trophy. How absurdly huge are we talking? Let's just say it's pretty notorious for its size. As in, the winners always argue over who has to be the one to haul it home. It is absurd. Als fünfter und jener, dass ich dahin gelaufen bin. Sehr gut. Okay, ich glaube, die ganze Witze ganz gut drauf. Aber ein Gefühl für das Timing kriegt man nur durch Übung. Dafür haben wir keine Zeit. Wir müssen irgendwie improvisieren. Geben wir einfach unser Bestes. Okay, das reicht jetzt von dir. Vielen, vielen Dank, Leute. Konkurrenz ist dieses Jahr ziemlich stark. Bist du schlimm, Yaku-chan? Alles okay? Huh? Was? Wie? Geil! Ja, nice! Ja, natürlich! Was, wie? Ich muss meinen Showmodus wechseln, okay? Komm schon! Nerdchen, heb dir die Spaß wieder auf die Bühne auf. Willst du auch mal auf deinen im Steck ausgehen, wie du am besten deine Leidenschaft und dein Talent mit der Welt teilst. Aber als du selbst, nicht in einem echten Steckenhaus. Du hast recht. Ich weiß, dass man nicht so leben kann, vor allem wenn man kreativ sein will, aber auch wenn es so witzig ist.
Mach es. Ich werde erwachsen, verdammt. Nami-san, du schwörst, das zu bezeugen. Ja. Natürlich. Schließlich werde ich den besten Platz im Haus haben. Okay, also Triumph oder Tod. Hello, everybody. Hallo, Leute. Wir sind Yagami Nato, weil wir Yagami Minato heißen. Wenn ihr da irgendwas hineindeutet, dann bitte nur in unseren Namen. Da können wir halt schon. Hier sind heute ganz schön viele Paare. Ja, stimmt. Naja, es ist ja auch bald Weihnachten. Es haben total viele Einkaufsinn dabei. Siehst du das? Ja, schau mal. Der eine Typ, der hat nur eine winzige Tüte. Glaubst du, er hat einen Verlobten gekauft? Silber kann der vorherigen Tüte. Es ist ein Selbstbestimmungskopf. Bitte, was? Und da ist kein vorheriger Schluss. Und denkst ja krasses Zeug, Minato-chan. Aber vielleicht legen wir einen Zahn zu, weil es doch einer ist. Hm. Aber nein, jetzt muss ein Verlobungsring sein. Überleg doch mal, wie viele Heiratsanträge es zu Weihnachten immer gibt. Oh, das ist echt romantisch. Wenn das bei mir mal jemand macht, dann sage ich bestimmt automatisch ja, ohne vorher nachzudenken. Ich frage mich schon länger, wie das wäre, an Weihnachten einen Antrag zu machen. Wollen wir das mal kurz durchspielen? Nein, warum sollte ich das denn bitte machen? Hä? Was ist denn? Hä? Minato-chan. Ah, keine Witz. Schauen wir mal, wie der Weihnachtsantrag ablaufen würde. Ja. Antrag. Okay, wir sind hier im Restaurant. Ich musste den Tisch schon vor 6 Monaten reservieren. Wow, ist ja nicht mal schick. Ich wusste ja nicht, dass du so viel Stil hast. Naja, wenn es gefällt es dir. Und Minato-chan, würdest du mir die Ehre erweisen? Hm? Warte mal. Ein Kamehameha? Was zur Hölle? No way. Wer macht denn bitte ein Kamehameha einen Einheitentag? Naja, ich meine, es ist nicht die Pole für die Höllenspieler, der selber Move. Welcher Move kann es sonst sein? Warum muss es ein Special Move sein? Warum kannst du die ganzen Moves überhaupt? Das ist eine Ringschachtel. Weiß schon, das Aufklappding, in dem der Verlobung hinkriegt. Oh. Achso, dann sag das doch. Okay, ich gebe dir noch eine Chance. Oh, super, danke. Excuse me. Dieser Ring ist für dich. Ich hoffe, er gefällt dir. Was? Also, Minato-chan, willst du mich heiraten? Mit Vergnügen, Schatz. Ja, was soll ich denn da so schnell... ja, Misan. Muss da ein bisschen etwa kennenlernen. Okay, oh, stimmt. Bisschen etwa kennenlernen? Antwort auf... Ich bin nervös, ich wollte einfach noch verkörpern. Das klang aber eher Verkaufsgespräch, ich bitte dich. Amazing. Oh, das ist ein Ring, aber schön, der Diamant ist riesig. War der nicht wahnsinnig teuer? Ungefähr 1 Million Yen. Aber es ist bereits in der Liebe. 1 Million Yen, das heißt, du hast da Monatsgelder dafür bezahlt. Verdammt, ich bin pleite. Ich brauche einen besseren Job. Okay, Schluss damit. Aber der Antrag war erfolgreich, jetzt müssen wir eins zu den Eltern. Du weißt schon, beim Vater und die Hand halten und so. Am Anfang sind sie ganz streng und kritisch, da musst du sie erst überzeugen, bla bla. Klingt doch, als könnte das Spaß machen, oder? Okay, da mal viel Erfolg dabei. Was hältst du denn sonst vor? Jetzt kommt schon. Das mache ich nur mit dir, aber schön, versuchen wir es. Warum muss ich dir eigentlich zu einem zwingen? Ach egal, fangen wir einfach an. Ich möchte gerne die Hand um ihre Tochter anhalten. Hey, das ist kein Taxi. Also, hey, das ist mein Take. Du hast mir meine Rolle gestohlen, Jan-chan. Du hast mir doch gehört, dass ich sie jetzt überzeugen muss. Oh, stimmt. Entschuldigung. Hey. Moment, ich muss also die Tochter spielen. Als Schauspieler darf man nicht wählerisch sein. Und es gibt mal als Diva. Außerdem glaube ich, dass ich das besser spielen kann. Aha, und warum? Der Freund von meiner Schwester, deiner großen Schwester, das bei meinem Vater wirklich durchgemacht. Ah, du hast also mit einer Augen gesehen. Okay, dann hast du ja praktische Erfahrung. Gut, du spielst den freundlichen Vater. Alles klar, dein Freund. Achso. Schwusch! Okay, stopp. Hat dein Haus eine automatische Tür? Was? Wieso das denn? Ist doch kein Laden, also. Ach nicht, komisch. Was zur Hölle soll denn das dann gerade für eine Tür sein? Ich kann ja nicht mit dir hinten bei den Eltern auftauchen. Ich brauche ein Geschenk, also muss ich erst in den Convent-Store. So genau. Wo genau willst du spielen? Aber warte mal, in den Convent Store? Ehrlich, da kaufst du dein Geschenk?
Ja, du hast ja keine Ahnung. Alte Leute fahren total auf den Discom aus den Convenience Store ab. Aber man muss wissen, wie man sich anschleimt. Okay, du hast ja ziemlich Insider-Wissen, aber gut. Gehen wir einfach endlich zu deinen Eltern. Okay, zurück in die Rolle. Ich bin der Schwiegervater. Papa, das ist Takayuki Yagami-san. Wir sind eine Weile zusammen und möchten heiraten. Ich liebe ihn über alles auf der Welt. Guten Tag, ich bin Takayuki Yagami. Ach, wie fühlst du also auch? Werter Herr, ich möchte um die Hand ihrer Tochter anhalten. Niemals. Sie sind nicht gut genug für mein Kind. Werter Herr, bitte. Fassen Sie sich nicht gnädig an ein Herz. Gewiss, ich bin ein einfacher Mann. Doch, liebe Ihre Tochter Innitz, haben Sie mich nicht gehört? Jemand wie Sie bekommt sie nicht. Verschwinden Sie. Werter Herr, ich bitte Sie. Welchem Jahr sind wir? Convent Store? Haben Sie einmal... Sie haben aber eine automatische Tür, oder? Oh, und ich finde es nicht gut, ich wollte nur höflich sein. Ich dachte, dann habe ich das schon. Versucht doch mal, in diesem Jahrhundert höflich zu sein. Es wäre ja fast als, würdest du deinen Antrag erfüllt sabotieren. Oder hat der Freund von der Schwester etwa so formuliert? Das hat er. Ich weiß ganz genau, ich war dabei. Mann, was ist denn das für eine Schwester? Eine, dass sie so einen Typen gehabt hat. Oh, nee, meine Schwester ist wieder Single. Das war wirklich Sabotage. Oh, lief ja ganz gut. Wir haben auf jeden Fall den Haken erreicht. Das war... fantastisch! Ja, Misan, du lustig war ich noch nie. Da, wir fanden es super. Und hat Spaß gemacht. Du hast die Leute gesehen. Die haben alle gelacht. Mann, waren die Leute viel Leute. Und alle haben mich angegangen. Gesehen, aber... Die haben längst nicht so gegänzt, wie du jetzt hier bei mir schon. Hm? Du hast dasselbe gegänzt wie auf der Bühne im Gesicht. Deine Mimik war sowieso super, sehr selbstbewusst. Du hast es wirklich weit gebracht. Du bist nicht mal so ein Mädchen im Kostüm. Ach, hör schon auf. Was soll das denn plötzlich? Hm? Du siehst... Du hast einfach dein Kostüm wieder einzuspringen? Nein, ich schwör's. Ja, tut mir leid. Okay, Leute. Unsere unglaublichen Manada-Druis sollten alle aufgetreten. Wir haben jetzt die Stimme ausgezählt. Oh. Jetzt sind die gegen den Liga. Ist so gewinnt dieses Jahr und sagt den Servern das einen Preis ein. Du hast recht, das klingt total lächerlich. Ich hab mal eine kleine Einzimmerwohnung. Ich weiß gar nicht, wo ich schlafen würde, wenn ich das Ding nach Hause nehmen würde. Das ist der Fan, was da du ist. Yagami Nato! Wir haben es geschafft! Raus. Hm? Hä? Yagami Nato, also wir? Ja, ich glaube schon. Ach, komm schon. Na los, komm auf die Bühne, hopp, hopp. Am Bezahl ist man da sei, Ehepaar. Wollt ihr euch bei jemandem bedanken? Yagami-san. Mhm. Ich, oder? Was war das? Okay, interessant. Yagami-Nato. Leute, bis zum Ende witzig. Noch einmal einen fetten Applaus. Wo ich ein bisschen was verkackt hab. Wir hätten bestimmt ESC drücken können, wie ich das bei dem anderen Minispiel gemacht hab. Yagami-san. Ja, wer das wohl ist. Tut mir leid, ich wollte eigentlich Yagami-san sagen, aber ich hab... Wie versprochen. Tja. Und zum Schluss noch einmal ein schön Lächeln eingebaut. Ein Lächeln eingebaut, oder? Mann, in so wichtigen Situationen bock ich das einfach immer. Aber egal. Das ist, eine ziemlich gute Trophäe. Und so geht ganz allein dir, Minato-chan. Als Symbol dafür, wie mutig du warst, auf die Bühne zu gehen. Wow, Yagami-san. Du hast aber auch eine echt eine charmante Möglichkeit gefunden, mir das Ding einfach zu erhalten. Erwischt. Das war's. Haha. Echt schön, dich so zeichnen zu sehen. Wie? Meinst du das ernst? Ja, also, als wir uns kennengelernt haben, konnte ich ja dein Gesicht sehen. Nie dein Gesicht sehen. Du warst immer nur Kamulu. Yagami-san, glaubst du, das hat was gereicht? Ich meine, ich habe bei dem Wettbewerb mitgemacht und sogar gewonnen. Glaubst du, das reicht, damit ich aus meinem Check rauskomme? Bitte nehme ich irgendwie nicht so an. Ja, ich würde schon sagen, dass du dich verändert hast. Nie geht das, dass ich mal mit jemandem, der sich nicht aus seinem Kostüm getraut hat, einen Bühnenpreis gewinne. Wenn man erst einmal erwachsen ist, ist es viel schwerer, aus seinem Schrecken rauszukommen. Es gibt jede Menge Menschen, die sich irgendwann einfach daran gewöhnen. Aber du bist anders. Du hast es nicht ignoriert oder runtergespielt, sondern dich der Sache gestellt. Und dadurch hast du vielen Menschen ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Das ist wirklich beeindruckend. Auch wenn es nur für einen Tag war. Ich bin stolz, dass ich dein Partner sein konnte. Oh, thank you. Vielen Dank für alles. Yagami-san. Ich muss dir etwas sagen, Yagami-san. Ich glaube, ich muss das machen, um einen den letzten Stecken abzulegen. Aber ich bin einfach noch nicht bereit dafür.
Irgendwann versprochen. Kannst du noch ein bisschen warten? Ja, natürlich. Danke nochmal. Jetzt verschwinden wir hier. Ich friere mir den Hintern ab. Wird dich zu deinem Bett zu begleiten? Oh ja, das wäre nett. Oh, willst du einen Antrag machen? Ich schätze mal, es ist 3. Weil der letzte Schnecken, aber ich schätze mal, es wird immer 3-stufig sein. Können wir gleich weitermachen, oder? Wollen wir gleich Dart spielen? Komm. Das Nachtleben von Kamuro. Geil, dann ist nämlich fertig, während ich noch ein Kamurocho bin. Ich hatte nämlich keine, was ich ein bisschen vermeiden wollte, war nämlich folgendes.